Center Forum. Wir bitten Sie, Ihre Mobiltelefone abzuschalten und wünschen gute Unterhaltung. An seine Hochgeboren, den Marchese Vincelli. Der gute Vater glaubt mich abwechselnd in Triest und in Venedig. Und derweil sitzt du hier, als... Wenn er erst alles wüsste. Mir fällt es ja schwer, ihn zu täuschen, aber... Liebe himmlische Ulrike, du bist jetzt ein gnädiger Herr. Und ich, ein armer Teufel. Warum sprichst du von Armut? Ist dein Vater nicht ein wohlhabender Kaufmann? Na gewesen. Viele Gläubige haben jetzt sein Vermögen und einer, der Unerbittlichste, hat sogar ihn selbst dem Schlag genommen. Der Unerbittlichste? Na der Tod. Dem war er noch das bisschen Leben schuldig. Und der Kerl ist gleich da mit dem Personalarrest. Du hast also gar kein Vermögen? Nix. Was bist du eigentlich? Nix. Was gedenkst du nun zu tun? Ich will heiraten. Wovon leben? Von der Frau im Geld. Schämst du dich nicht? Das ist ja nicht das so. Ja, wie wir uns kennengelernt haben, hat sie nichts gehabt. Und ich war reich. Jetzt hab ich nichts und sie ist reich. Es macht in der Liebe gerade so viel Unterschied, als wenn sich eine Gösen auf die rechte oder auf die linke Waden setzt. Ihr Vater hat mir es damals versprochen. Sie natürlich auch. Folglich wird sie mich jetzt, den Armen, mit offenen Armen empfangen. Der Vater wird natürlich sein Wort halten. Das war wirklich hinausgeworfenes Geld. Und wo ist denn deine Geliebte? Na da. Sie ist die leibliche Tochter vom ehemaligen Fleischfälscher und jetzigen Rentierer Fett, der das erschloss hat. Wie? Fanny? Du kennst sie? Bin ja seit 2 Monaten bei Fett im Hause. Hast du aber nichts angefangen mit ihr, hm? Na, freilich nicht. Sonst ist das mir ja sagen. Warum soll ich vor dir ein Geheimnis haben? Ich liebe Ulrike! Was? Die weitschichtige Anverwandte, die bei ihr ist? Dieselbe. Sie arbeitet dort als Hausmädchen. Ich bin im Hause als Sekretärin des Alten. Und nur unter dem Namen Alfred, den man für meinen Familiennamen hätte bekannt. In dieser bescheidenen Gestalt habe ich die Neigung der liebenswürdigen Ulrike gewonnen. Na, und dein Vater? Weiß bis jetzt noch nichts. Wird aber, wenn das erfährt, ohne Zweifel aufs Entschiedenste meiner Wahl entgegen sein. Ja, was willst du noch tun? Ich werde alles daran setzen, ihn zur Einwilligung zu bewegen. Aber wenn er Nein sagt, dann setze ich alles an Ulrikes Liebe und bringe ihr mein Erbe, meine Aussichten, selbst die Liebe meines Vaters zum Opfer. Das gefällt mir. Was du für ein romantischer Kerl bist. Na komm, vielleicht brauchst du jetzt ja noch einen Diener. Aber wir sind uns doch fremd. Wohlgemerkt fremd. Jetzt voraus und in einer halben Stunde kommst du aufs Schloss. So ist recht. Bist pfiffiger. Du, Alfred, was ich dich noch fragen wollte, wegen der Fanny. Ein kurioser Erdos. Über den seine Korrespondenz kommt der Pfeifflitz klare. Guten Abend, grüß Gott. Man soll halt ein Arm geben, von was als man lebt. Und das ist doch eine Sache, die im Dunkeln oft schwebt. Wenn man sieht, was dann ausgeht, und wenn man dann was, was eins nehmen kann, dann holt man ins Fraß. Es ist mit Händen zu greifen, da Schulden gemacht werden. Eins lässt sich doch nicht durch Schulden erklären. Es ist völlig als Unzauberei im Schwimmbär. So viele Leute leben prächtig und kein Mensch weiß woher. So viele Leute leben prächtig und kein Mensch weiß woher. Von manchem weiß man für gewiss, dass er nichts hat. Er macht aber Geschäft wie ein Bankier in der Stadt. Und Geschäfte, für die man doch braucht einen Fond. Paar Häuser in der Stadt und Palais auf dem Land.
hatten sich weder von Onkel in Indien durchziehen, noch dass öfters Bumsbongo ausgelacht werden. Und doch sieht man in Leben ganz welche Millionen. Und kein Mensch weiß woher. Kein Mensch weiß woher. Es weiß kein Mensch woher. Wenn der Mensch dasteht mit Schulen im Leib, unzähligen Wissenschaften in kleinen Finger, fünf lebendigen Sprachen im Mund und einen totschlachtigen Solidaritätsgeist im Kopf, dann kann er mit einiger Zuversicht erwarten, dass ihm das Schicksal ein sauberes Stück Existenz auf dem Teller entgegenkommt. Das ist keine Kunst. Wenn man aber nichts gelernt und nirgends gut getan hat, wenn man dabei eine spezielle Abneigung gegen die Arbeit und einen Universalhang zur Gaudé in sich tragt und trotzdem die Idee nicht aufgibt, einfach möglich, ein Kerl zu werden, darin liegt etwas Grandioses, der Fortuna entgegentreten als Mittelding zwischen Bettler und Guerilla, das Maximum von ihr begehren, wenn man noch gar keine Ansprüche darauf hat. Das ist die wahre Anspruchslosigkeit, das zeigt von edler Suffisance, von fabelhaftem Selbstgefühl, mit einem Wort, das ist ein edles Streben. Ich werde mich jetzt auf den E-Stand verlegen und bei allen Ansprüchen in Geschmacksverschiedenheit der Ästhetik entsprechen. Meine Auserwählte ist nämlich reich und dabei nicht ohne Unliebenswürdigkeit. Das heißt, ich schließe eine Vernunftheirat, eine Geldheirat und eine Heirat aus Inklination, weil ich eine unendliche Inklination zum Geld habe. Der Klang von 30.000 Gulden, das sind die lockenden Töne, die einem vor dem Hymentempel entgegengerufen. Belieb mir einzuspazieren, es wird gleich anfangen. Barry, Geld macht nicht glücklich, sagt ein Philosoph, der Gott dankt hätte, wenn ihm wer eins geliehen hätte. Von dieser Weise kann ich keinen Gebrauch machen. Wenn ich aber der Meinung das ihrige Geld einmal durchgebracht habe und sie darüber in Ohnmacht fallen sollte, dann will ich ihr diese geistreiche Sentenz als rauhäusig unter Knosen holen. Ich muss jetzt aber schauen, wie er kapiert. Jetzt lass ihn nimmer aus, Herr Baron! Was soll's? Bei allem Respekt, ich wünsche mal eine Ausgleichung. Muss das gerade jetzt sein, wo ich Brummel hin will? Was hat denn jetzt gewirrt, dass es die Gäste ungestört Bewegung machen lässt? Wo soll man denn da einen Appetit hernehmen und was verzehren bei euch? Ja, in Verzehrung hätte ich bei Herrn Gnaden keine Klage, aber die Rechnung ist ja. Ja, wo hat er seine Note, die Rechnung? Oh, ich bitte. Die Rechnung betraucht jetzt 286 Gulden 36 Kreuzer, ist folglich nicht lumpig. Und selbst das, dass sie noch nicht bezahlt ist, wage ich vor der Hand nicht so zu nennen. Kann aber dem ungeachtet die Bemerkung nicht unterdrücken, dass ich noch keinen 20er von euer Gnoll gesehen habe. Sie sagen, dass Sie noch keinen 20er von mir gesehen haben? Da sind Sie in meiner Lage, ich sehe auch keinen. Weil ich, wozu soll ich mich enttäuschen, weil ich keinen habe? Sagen Sie das im Ernst? Sie können sich die volle Überzeugung aus meinen leeren Taschen holen. Sie, Mann ohne Zwanziger, Sie haben sich unterstanden, dort zu zählen wie ein Lord. Ja, das ist ja schon nur eine Schonung für den Ruf Ihres Etablissements. Oder weil Sie in einen angenehmen Zeit das ist ein Beißer, da kehrt nur pures Gesindel ein. Der Ruf eines Gasthauses ist das nächste am Ruf einer Jungfrau. Der Unterschied ist nur der. Das Gasthaus kommt in ein schlechtes Renommee, wenn man mehrere hinauswerfen. Eine Jungfrau, wenn man mehrere hineingezieht. Das nutzt mich alles nicht. Ich lasse einmal keinen Gast fort, bis er bezahlt wird. Aber wenn ich nämlich ein Gast und habe endlich eine lebenslängliche Versorgung gefunden. Ja, wer weiß einmal kein Baron? Ich war von allen Anfang an kein. Erlauben Sie mir! Na, da bin ich. Sind Sie ein Baron? Nein. Na, also, wie können Sie von einem anderen Menschen prätendieren, was Sie selbst zu leisten nicht imstande sind? Sie haben aber gesagt. Ja, was gesagt? Wenn schon ein Baron nichts anderes höre, als dass man sagt, geht es lächerlich. Ach, Sir, weiß ja, dass man solche lockeren Subjekte festsetzen lässt. Also Sie sprechen ja recht ehrlich. Ich glaube aber nicht, dass Sie so streng gegen einen Menschen verfahren werden, der gewissermaßen durch die Bande des Blutes mit Ihnen verknüpft ist. Er wird doch nicht ein Verwandter von mir sein wollen. Die Umstände bestimmen mich dazu. Denken Sie zurück an mehrere 30 Jahre. Ich habe ein sehr gutes Gedächtnis, mir kann man nichts weismachen. Natürlich, was sind mehrere 30 Jahre Rückerinnerung für einen Mann, der mir mehr als 100 zurück ist? Sie werden sich erinnern, dass vor so und so viel 30 Jahren eine Nina Niebel, Kellnerin
in Ihrem väterlichen Wirtshaus war? Als ob es gestern geschehen wäre. Ja, aber es ist den Herz eine verblichene Mutter noch eine brennrote Wirtin gewesen und hat damals dieser Nina Nebel versprochen, wenn sie einmal heiratet und eine Tochter kriegt, nachher wird sie die Dorfgudel sein. Nun hat diese Nina Nebel später mutmaßlich geheiratet. Ich bin aber zufällig ihr Sohn geworden und nicht ihre Tochter. Dafür kann kein Mensch. Jenseits aber sind alle Menschen gleich und ihre Frau Mutter ist jenseits. Und nichts wird mich daran hindern, die verblichene Skoli zu verehren. Die Verwandtschaft wird aber weit hergeholt. Lebt seine Mutter noch? Frecher Freigeist! Pfeifelst du an Unsterblichkeit der Seele? Sie lebt dort oben, wo meine Kodel lebt. Und die beiden schauen jetzt herab und denken sich, das ist infam, wie der Wirt mit dem Jüngling verfolgt. Larifari, wer war denn sein Vater? Ahnenstolz war meine Sache nie. So weit zurück habe ich auch deswegen meinen Stammbaum nie untersucht. Mit einem Wort, er kann nicht zahlen und es ist auch keine Hoffnung, dass ein anderer für ihn zahlt. Fulki, bleibt's beim Einsperren! Halt! Sie haben eine eigene Manier, mein Vertrauen zu gewinnen. Die Hoffnung, dass jemand für mich zahlt, grenzt schon fast an die Gewissheit. Ja, für ihn wird wer zahlen, wer ist so dumm? Ein Frauenzimmer. Finden Sie nicht, dass ich ein äußerst reizender Kerl bin? Das finde ich gerade nicht. Macht nichts, Hauptsache diejenige findet. Ja, wer ist ein Bräutigam? Seit dem letzten Herrn Neiser Kirtag. Dort habe ich das politische Opfer meiner Finanzpläne kennengelernt. Wer ist denn die Glückliche? Niemand anderer als die ehemalige Fleischsenkers-Schwägerin des jetzigen Herrn von Fett. Ja. Die 30.000 Guldenreiche fallen, die ist aus der Familie des gnädigen Herrn von Fett. Ich bin derjenige, der die Distel zum Fressen gehen wird. Eine höchst ominöse Leibspeise, die zu Anspielungen führen konnte. Ich habe gehört, dass Sie einige Zeit hier bei Ihrem Schwager zubringen will, bin ihr gefolgt. Und diesem Umstand verdanken Sie, dass ich Ihr Gast bin. Ja, auf das Glück hätte ich Verzicht geleistet. Na, hören Sie, wenn Ihnen das noch nicht einleuchtet, wie leicht man von 30.000 Gulden eine Rechnung von 3.000 bezahlt, dann müsste ich Ihnen wirklich für so dumm halten, als die Leute sagen. Wer sagt das? Jeder hat seine Feinde. Sie werden mich also noch einige Tage mit Leibesnahrung versorgen, ordentlich versorgen und strengste Geheimhaltung über meine Person beobachten. Ja, das rate ich Ihnen gut. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Aber eins sage ich Ihnen gleich, ich bin ein ehrenwerter Gastwirt. Ich weiß von gar nichts, will gar nichts wissen. Wenn ich nur zu meinem Geld komme, mir ist egal, wo er es kommt. Es muss jetzt durchaus mehr Ernst hineinkommen in mein Verhältnis mit der Lucia. Diese Kartenszenen und Mondscheinsituationen nutzen mich nichts, wenn sie nicht in einem Trauungsakt schließen. Sie liebt mich, ja, aber sie hat Geld. Folglich ist es nicht das polypenartige Anklammern an einen Mann, dem das Wort Heirat entschlüpft ist. Sie weiß, die unauflöslichen Seligkeiten kommen ja nicht aus. Ich muss daher schauen. Mein Freund hat mich völlig ängstlich gemacht wegen meiner Weltkenntnis. Sollte denn die Welt wirklich so sein, dass der nichts mehr ist, der nichts mehr hat? Das wäre schlecht von der Welt. Na und meine Fanny? Die gehört doch schließlich auch zu der Welt, ist eigentlich meine ganze Welt. Nein, nein, sie ist der Himmel. Und der Himmel muss auf alle Fälle netter sein als die Welt. Was, Teufel, in welches Schublad meines Erinnerungskastens tue ich denn diese Physiognomie? Ich gehe jetzt von Schmontmeer von Fett. So, dort möchte ich mich auch introduzieren. Wer ist wünschen? Was wollen Sie? Pardon, ich habe Ihr Selbstgespräch belauscht. Dann sind Sie ein impertinenter Mensch. Möglich. Und aus diesem Grund kann ich Ihnen vielleicht von Nutzen sein, Herr Buchner. Kennen Sie mich denn nicht mehr? Den Nebel? Ihren ehemaligen Bediensteten auf Reisen? Ja, meiner seltener Nebel! Der niederliche Bursche, den ich voriges Jahr in Nürnberg davon gejagt habe. Ich bin dann nämlich, ja. Nehmen Sie mich wieder zu Ihnen in Dienst. Ja, es ist mir drum zu tun, zum Herrn von Fett ins Haus zu kommen. Auch ich muss dort mit männlicher Kühnheit weibliche Absicht mit ungewissem Ausgang präparieren. Wir dienen also einer dem anderen. Ja, das wäre so übel nicht. Ich bin aber nicht mehr die Umstände, wo man sich einen Bedienten halten kann. Ja, auch keine Besoldung und Kost und Logis muss uns dabei der Herr vom Feld geben. Warum eigentlich nicht?
Die schönen Tage sind das Privileg der Reichen, aber die schönen Nächte sind das Monopol der Glücklichen. Ganz genau, die Welt ist die wahre Schule. Dort lernt man alles von selbst. Wenn Sie jetzt bitte kurz meine Zeche übernehmen könnten. Was soll ich denn dir denn geben? Das ist mein letzter Silbertaler. Na, okay, werfen Sie mal hin, so ist ein Ganzer. War alles gut soweit? Ja, das ist mein Diener, der mich aufs Schloss geleiten wird. Ihr Diener? Stief, das gehört ja alles zu meinem 30.000 Gulden Plan. Da, meinen Zech. Oh, ich bitte. So, jetzt stehen wir da. Frisch wie die spanischen Eroberer, die Schiff hinter sich verbrennt haben. Kein Rückweg, vorwärts heißt. Die Zukunft ist die neue Welt, in der der Mensch seine Entdeckungsreisen macht. Wir sind zwei Ferdinand Cortesa. Herz und Kassa unserer Auserwählten ist das Mexiko, das wir erobern sollen. Es ist doch zu kurios. Der eine zehrt nichts und zahlt Nobel, der andere zehrt Nobel und zahlt nichts. Also wie das nicht verdächtig ist, noch einmal ist es nicht. Wird das deine Folgsamkeit? Papa, werden Sie doch nicht zu heftig gegen Ihre Gehorsamkeit.
sonst der nichts ist und nichts hat, der sich bei uns einschleicht und den kann ich doch meine Tochter nicht geben. So ein Tyrann ist mir noch nicht vorgekommen, wo er eine Liebe sieht, sagt er das. Zürnen Sie Ihrer Tochter nicht, Herr von Fett. Sie wurde vor Veränderung ihrer Glücksumstände vom jungen Buchner geliebt. Von ihm hat sie die Überzeugung, dass nicht Eigennutz, dass seine Umstände sich geändert haben. Ist Grund genug für einen noblen Vater, nicht die noble Tochter zu verweigern. Der Geliebte ist jetzt in anderen Umständen. Folglich mache ich gar keine Umstände. Und mit Ihnen, Marcel, habe ich auch noch ein Wort von Liebe zu reden. Mit mir? Ja. Sie haben sich unterfragt, eine Amurschaft mit einem Sekretär anzufangen, ohne mich zu fragen. Ja, es war... Sie haben ein unbedeutendes Vermögen und eine nicht bedeutende Besoldung. Herr von Fett! Ruhe, Ruhe. Der Herr von Fett gibt seine Einwilligung zu dieser mageren Verbindung. Aber Kerl muss man werden, weil Liebe dulde ich nicht in meinem Haus, nicht eine Spur von Liebe. Der Herr von Buchner lässt fragen, ob er seine Aufwartung machen darf. Ach, der Herr von Buchner! Jetzt lassen Sie sogar schon die Bedingungen aufwarten. Wer aufwarten will, muss sich aufs Warten verlegen. Ich lasse ihm sagen. Papa, ist das auch wirklich vornehm, einen Menschen? Na, du hast schon recht. Ja. Er werde vorgelassen. Na, mein lieber Herr Fett. Herr von Fett. Muss man ja jetzt schon sagen. Wird jetzt viel sein. Mich freut's vom Herzen. Ist es einem simplen Diener vergönnt, die hocherlaubte Hand zu küssen? Na, gar so arg ist es nicht. Eine höchst interessante, fünffingerige Hand, die mit gleicher Fertigkeit jetzt in die Dukaten umrührt, wie sie es früher am schweinernen Schmalz getan. Da kann man nur sagen, Tempus mutantus, wörtlich übersetzt, vom Esel aufs Ross. Recht ein galanter Kerl. Hast du an mich gedacht seit gestern Abend? Nur einmal. Ich habe gar nicht aufgehört, an Ihnen zu denken. Das ist der wasserdichteste liebe Schwitzer. So abstrapaziert und noch allweils brauchen. Sie haben mir antworten wollen. Und zugleich, ja. Da antworten und dort das Pratzel geben, das tut's nicht. Ich müsste sonst auf die Ehemole das Vermögen anspielen und sagen, such's! Dass diese dann Ihnen nicht mehr geöffnet wird, bis dass Sie eine mordionische Rente als Abortler herbringen, und das verstehen Sie von so. Herr von Fett, ich habe... Sie haben gar nichts. Sie sind eine Art fahrender Ritter. Na, das sind Sie und nicht mein Herr. Was, Sie untersteht sich? Sie sind ein Herr von und haben Equipage. Folglich sind Sie ein fahrender Ritter. Ich wünschte, mein Herr wäre ein... Der Pulver, der Bursch, der Pulver. Herzlich hätten Sie mal abtreten. Weil Sie und der Bediener, das ist ja groß, wie eine Oma Familie, die nichts zum Fressen hat, dann holt sich drei Hunde. Sind so gut und werden Sie empfindlich auch. Ein armer Mensch hat nichts anderes zu empfinden als den Hunger. Und für den muss man halt sorgen, wie es was ist, und in der Ehe können Sie ihn endlich mal tüchtig auffressen. Er, Freund, hat er was. Das soll er sagen, wie ich. Was ist ich suche ihn zu besänftigen, bitte. Ja, was ist denn das für eine Mischbelei? Dort ist die Vermögenporte! Papa, treiben Sie Ihre gehorsame Tochter nicht aufs Äußerste! Ich treib dich nur in dein Zimmer hinein! Komm, Fanny, komm! Jetzt soll sich dabei der Sekretär mit Ihnen hochgeben. Wie ist das Gerät? Ihre Tochter umeinander zu schleppen. Nachher wird gegessen! Und das wird Ihnen wahrscheinlich am meisten zu tun sein. Wissen Sie was? Ich lasse eigentlich was Unverdauliches kochen, das auskommt für Ordnung. Fanny, ich bringe da wirklich ein großes Opfer. Schon Seneca sagt, zwischen eingeladen werden und reingeladen werden ist ein Unterschied als wie zwischen Kuss und Urwein. Die Art und Weise, wie man eingeladen wird, ist wirklich ein Zauberspruch. Denn dadurch werden oft Knädel in Ananas, oft aber auch Fasan in Kudelfleck verwandelt. Ja, es glaubt kein Mensch, was ein Mensch alles braucht, bis er halbwegs an den Menschen gleich sieht. Ja. Ja. Was wäre denn das? Lucia. Leben, sterben, ist möglich. Du, ja. Der Fett sagt, du wärst der Diener von seinem Diener? Also liebe. Aber du bist doch kein Bedienter. Du bist doch... Warum, liebe Stern?
Liebe ist keine Verkleidung zu schlecht, wenn sie nur zweckmäßig ist. Weißt du, Geliebte, wie lange man schon nicht gesehen hat? Drei Tage, das sind 72 Stunden, also 4320 Minuten oder 259.000 Sekunden. In jeder Sekunde schlagt das Herz einmal. Mein Herz schlagt nur für dich. Mein Herz ist 388.000 Mal sonst geschlagen, denn der Gegenstand dieser unzähligen Dinge geworden wäre. Und ich sag das offen. Ich wäre so gern alle mit dir. Diese Idee lässt sich leicht durch das Eheband realisieren. Das Eheband ist das kürzeste im Raum. Und das war längst in der Zeit. Also wenn das war, wäre, gingen nicht so viele Leute auseinander. Gehen Bruchzahn. Aber viele haben sich schon für immer getrennt. Macht nichts, wenn's alt wird, gehen's Bruchzahn. Mögen's tun, was sie wollen. Übrigens, ich hoffe, du wirst mich für meine Schwierigkeit für fähig halten. Ha! Kennt man doch im Schlaf nicht einfach hinein. An dir fällt sich nix, du bist ja mal so sorgt, ein Mandel mit Krebs. Ja, jetzt fällt mir nichts Romantischeres mehr drauf ein. Der Creme beißt mir die ganze Schwärmerei zusammen. Du weißt, jeder Zoll an mir ist ein verliebter Verlobter. Jetzt muss ich aber als dein künftiger Zukünftiger einige Worte mit dir sprechen. Recht geliebter Kavalier, der Name Foxy. Ja. Du weißt, dass meine Liebe nicht auf schnöder Basis ruht, dass meine Leidenschaft ohne metallischen Beigeschmack, dass meine Interesse nicht auf dein Kapital gegründet ist. In einem Moment, der dem gegenwärtigen Aufrichtigkeit gleichkommt, Abstand unserer Stände. Mein Vater trägt natürlich seine Nasen sehr hoch und wird daher den Raubfang oder ehemaligen Senfkuchel sogleich erschnuppert haben. Und du weißt, es gibt nun einmal Vorurteile, die leicht sind. Danke. Was wäre denn das? Das klingt ja wie ein Abschied. Er wird gleich einen ganz anderen Klang kriegen. Eine Messagance ist ihm ein Verstoß. Und leicht könnte ich meinen Vater auch verstoßen und mich eben verstoßen und vielleicht, dass er mir flucht, vielleicht, dass er mir kein Geld gibt und das ist schon ein rechter Fluch, das. Recht, recht. Übrigens mag ich nicht so viel nach meinem Vermögen, umso mehr muss ich nach dem Deinigen fragen. Deine Volkssage taxiert dich auf 30.000 Gulden. Da irrt sich das Volk. Um 10.000 Gulden. Ach, du hast das doch das Volk alles vergrößert. Jetzt wirst du dich um 20.000 Gulden. Ich bin 40. Nein. Gehen wir nur in die Stadt. Das mit dem Land, das ist ein Aberglaube. Ich habe eine Familie gekannt, die in der Stadt, die waren auf ein kleines Gehalt beschränkt. Damit sind sie natürlich nicht rausgekommen. Nachher sind sie alle Sommer aufs Land gezogen, da sind sie gerade erst rechts gerundet. Übrigens hoffe ich, du wirst mir meinen Abstecher vom romantischen Spekuliere nicht übel teilen. Denn siehst du, die Kollisionsverhältnisse. Es ist nun einmal schrecklich, wenn man ein hoher Sprössling ist. Lass uns! Sollte er wirklich? Es wird uns an nichts fehlen. War an der Expresse-Papa nichts aus. Expresse-Papa? Kein Zweifel mehr. Aye, wir sind behoben. Wer macht es? Oh, ich bin. Jetzt ist ein unverhofter Kavalier ausgerutscht. Frau Schwägerin, geh sie auf ihre Schande. Ist doch! Diese ewige Herumfahrer! Ich habe ein paar vierhaugige Worte zu reden. Gehen Sie draus, sagen Sie, sind im Theater. Chevalier! Dürfen wir applaudieren. Chevalier? Vor Norden. Keine Kinderei. Drei
Landesgenossen die Bruder an. Also darüber im Klaren, dass sie was Großes sind. Ist Ihnen schon was Ähnliches vorgekommen von einem Scharfblick? Oder kann man nur sagen, oh, ihr beschämten Aber und Falten, lasst euch gutwillig einschreiben ins Blindeninstitut. Aber warum haben Sie sich für einen ordinären gemeinen Menschen dargestellt? Bloß um bei Ihnen Eintritt zu finden und unerkannt einen glücklichen Ausgang meiner Liebe zu präparieren. Mein Gott, muss doch alles verliebt sein. Schauen Sie, ich liebe die Liebe nicht. Ich finde nichts Nobles dran. Na ja, heimliche Liebe ist immer was Nobles. Aber eine Liebe zur Schauspiel, das ist was Ordinäres. Und wenn zwei Leute, die zu Hause genug Gelegenheit haben, sich vor die Leute hinstellen mit ihren Zettelketten und Gesichtern und Bussern und Händedruckern und abgestochenen Golfsagern, macht er sich 3 Grad und der Pinsel gemeint. Das sind meine Worte. Sie scheinen schon bedeutend geliebt zu haben. Nicht stark, aber oft. Dürfte ich um Ihren Wert nehmen, bitte? Den Richtigen sag ich nicht gern und ein Falscher nutzt Ihnen nichts. Das soll ja wirklich was Großes sein. Um dieselben Wünschen als meine Schwägerin zu haben. Je eher, desto lieber. Die Hochzeit kann gut sein. Wo seliger Morgen. Aber erst mit dem Nachmittag. Aber wo seliger Abend. Ein paar Stunden ändern nichts an der Seligkeit. Ich verlange aber eine Gegengefälligkeit. Bitte verlangen Sie. Sie hat eine Liebschaft. Mit wem? Ja, mit einem Herrn, mit Ihrem Diener oder was weiß ich. Was? Sie meinen mit meinem Herrn, mit dem unschampeinen Herrn? Ja, genau. Der scheinbar mein Herr, so dessen Diener ich zu sein scheine? Ja, und diese Liebschaft hätte ich mir gern, wenn sie es durch eine noble Intrige zerstören. Bitte nicht leichter als das. Das wird nicht so leicht sein. Ja, ich werde schon das rechte Mittel finden. Homo sum, sagt der Lateiner, sei es der Deutsch, ich bin ein Fähigkehrer. Ich habe mich also nicht in Ihnen gedacht. Mein Herr darf aber nicht wissen, wer ich in Wirklichkeit bin. Ich weiß es ja selber nicht. Das ist Verschwiegenheit. Das ist überhaupt gut, wenn über mich sehr viel Verschwiegenheit herrscht. Sie können ganz ruhig sein. Der Wirt vom Silbernen Lappen ist da, Euer Gnaden. Was? Der Wirt? Der Wirt? Herr vom Fett, ein Mann von Ihrem Rang. Wird sich doch nicht so weit herablassen, einen Menschen von so unterordneten Klasse vorzulassen? Ja, das ist so. Ich hab's. Ich weiß ja gar nicht, wie man sich so einen Menschen gegenüber benehmen soll. Was ist da wirklich ein Fleisch, sag ich? Wieso gegen einen Partikulier? Frag ihn, was er will. Er hat gesagt, er hat Euer Gnaden eine wichtige Entdeckung zu machen. Eine Entdeckung? Also, Herr Reinkopf. Jetzt wird er gleich hin sein, mein mystischer McIntosh, der meine Wesenheit verhüllt. Ich fahre mir sie. Vor wem? Na, von dem Wirt, das ist ein Du. Naja, tut immer so als höchster alles, als ob er alle Leute gedacht hat, ich sag, da geht mich auch. Geh! Lächerlicher Kerl! Ich kündige es Ihnen nur derweil im Voraus an. Beachten Sie das, ja? Es ist beachtenswerter als manche Buchhändler-Annonce mit der xylographischen Bratzmoll. Ich gehe jetzt zur Schwägerin. Aha! Ja, was ist denn das für eine Art, dass man Aha sagt, wenn man zum Kindergärt ins Zimmer dreht? Bitte verzeihen, ist nicht Euer Gnaden angegangen. Aber ich nehm's auch gar nicht roten, zu mir Aha zu sagen. Ist ja kein dummes Wort. Aber viele Leute haben die Tolke die Gewohnheit davor, dass sie Aha. Der Grund ist der, es ist mir eine Zech schuldig geblieben. Aha. Und die Zech betrug 286 Quinten 36 Kreuzer. Aha. Und derjenige hat doch die Keckheit, Euer Gnaden Haus zu betreten. Aha. Sechs Euer Gnaden sagen selber, Hülle, aha. Wer sagt das? Würde man was aufdisputieren, ich lasse ihn auf der Stelle. Nein, das ist bei Euer Gnaden nicht der Fall. Aber es gibt viele Leute, denen rutscht einfach so ein Wort heraus, ohne dass sie es selber merken. Aha. Aber Sie haben mir was entdecken wollen. Es sind halt zwei Leute auf Euer Gnaden Schluss gekommen. Aber das weiß ich doch. Der eine ist mehr als erscheint. Tut so, als wenn er nichts von dabei sein tut, weiß was. Der andere ist noch weniger als erscheint. Aber das weiß ich ja. Da macht er den Buchner. Und? Hat er was uns nichts zu entdecken? Ja, wegen der heimlichen Absichten, die man auf der Affäre Schwägerin hat. Er ist ein abgeschmackter Mensch, sagt er, hat er Sachen, die eh schon weiß. Ja, aber. Ja, was hat er denn noch und die unserer Untertan? Um Erlaubnis habe ich fragen wollen, ob ich nicht den arretieren lassen dürfe, der mir die Zech schuldig ist. Ja, tu das! Auf die Art
wird am sichersten von meiner Tochter weggerissen. Und der junge Chevalier braucht sich mit einem teuren Plan gar nicht zu strapazieren. Also gut, nur ungeniert alle Tiere. Du neue Knoten, weil nichts dergleichen, ich gehe jetzt. Sehr gut. In einer Stunde bin ich mit dem Wachter da. Aha. Und da kommt er mir nicht mehr raus. Sehr gut. In einer halben Stunde fällt der Nebel in meine Gewalt. Und mit den 286 Gulden, 36 Kreuzer soll es fürchterlich tagen. Mir schien es fast, als ob es dich nicht aufs Angenehmste überraschte, als ich dir den Machtspruch des Herrn von Fett mitgeteilt. Wie kannst du zweifeln? Wir haben keine Hoffnung. Wer sagt denn das? Mein Papa ist wohl ein bisschen einsinnig, aber das scheitert alles in meinem Gehorsam. Ich habe keine Eltern mehr, das weißt du. Aber auch du hast mir oft genug mitgeteilt, dass du niemandem Rechenschaft über deine Handlungen zu geben hast. Ist's nicht so? Ja. Warum sprichst du das Ja so zögernd aus? Ich habe allerdings einen Freund, einen Verwandten, von dem ich etwas zu erwarten habe und... Davon hast du mir bis jetzt nichts gesagt. Ja, weil... Muss ja, Alfred. Marcel Ulrike, Sie kennen meinen Ausspruch. Da drinnen ist der Amtmann, der setzt Ihnen als Notarius alles auf, was für eine Ehe notwendig ist. Wohlgemerkt, der Notarius setzt alles auf. Aber das scheinen manche Eheleute nicht einzusehen, darum setzt noch einer dem anderen was auf. Schlaue Bemerkung. Also, Proper? Zu Befehl. Alfred. Hier ist noch ein Brief aus der Stadt. Sekretär, wo ist es mir das geschreibt so vor? Himmel von meinem Vater. Er erschrickt, was soll ich denken? Frauenzimmer verlassen bei solchen Gelegenheiten, augenblicklich das Gemach. Sie werden mir Herrn Buchstaben erzählen, was in dem Brief steht. Und kommen nicht eher, bis dass Sie gerufen werden. Verstanden? Ich gehe ja schon. Sie wissen ja schon längst, dass ich eine gehorsame Tochter bin. Ist doch ganz schrecklich, das. Wer schreibt denn eigentlich an mich? Marchese Vincelli ist unterzeichnet. Was? Der reiche Millionenbesitzer, der Güterinhaber, der Herrschaft aufkauft, als ob es Blutzerbieren waren. Na, lesen Sie, Sekretär, lesen Sie. Mein Herr, ein ganz unglaubliches Gerücht ist mir zu Ohren gekommen, dass nämlich mein Sohn sich in Ihrem Hause befinden soll, wo er unter einem angenommenen Namen sich um die Gunst eines Frauenzimmers in Ihrer Familie bewirbt. Ah, jetzt weiß man, wer das ist, der auf die Schwägerin tippt. Na, macht ihr auf Ihren übertragenen Weg noch so eine Eroberung? Dann lässt es weiter, Herr, stimmt Sie doch mal an, wenn der Sekretär, auf dem man schreibt. Da Sie gewiss von der Absurdität jeder Erwartung überzeugt sein müssen, welche Sie etwa in Bezug auf meine Einwilligung in eine solche Erniedrigung des Hauses Vincelli hegen könnten. Erniedrigung? Ja, glaubt denn der, weil er ein altes Geschlecht ist und ich ein junger Anfänger, der noch blöd bin? Na, mit den Hopatatschigkeiten kommt er mal aber zurecht. So werden Sie ihrerseits Ihr Ansehen aufbieten, damit diese Torheit nicht weitergetrieben werde, wenn nämlich an dem Gerüchte etwas Wahres sein sollte. Da weiter, weiter! Dessen selbst überzeugt. Weiter, weiter! Und Sie können mich eine Stunde nach Empfang dieser Zeilen erwarten. Ich empfehle Ihnen vorderhand strengste Verschwiegenheit gegen meinen Sohn. Ihr ergebener Marchese Vincelli. Armer Freund, jetzt stehst du frisch. Er kommt. Das ist gescheit. Auf meine Eleganz und auf einen meine Noblesse ist er gar nicht eingerichtet. Na wart, altes Haus, du sollst staunen über meine Villa. Und eine Tofe muss es werden. An die Leckerbissen aller Feldteile soll er sich anschuppen. Nur Geschäftskräfte kannst du mit der Johanne anspülen am Wochenkampf. Ich werde nicht alles bekennen und seine Nachsicht ablegen. Sie haben es glücklich getroffen. Sie kommen heute zu einem Abschiedsbankett und wissen gar nicht wie. Erlauben Sie? Ja, ich erwarte, dass Sie heute der Tofe sitzen am Anzug gekleidet. Anstand und keinen Haarbeil. Lieber gib Ihnen einmal beim Abschied ein paar Floschen, als dass heute der Skandal geschieht. Da kann man nichts mehr sagen. Sekretär, gehen Sie dem noblen Gast entgegen. Er wird wahrscheinlich beim siebenen Rappmann stehen wollen, lassen Sie das nicht zu, sondern bringen Sie ihn also gleich hierher auf mein Villaschloss. Sehr wohl. Ich begleite dich. Villaschloss. Ja, der darf auf gar keinen Fall zusammenkommen mit seinen Leuten. Ah, Herr Baron!
Und der Wachter kommt über den Hof. Wenn der etwa mich. Herr Baron, Sie sind fahr genug. Was für Sie? Also, dürfte ich Sie um eine Gefälligkeit bitten? Ja, dürfte ich Sie bitten, sich auf einen Augenblick zu verstehen? Ja, mit der großen Vergnügen. Ja, es hat seinen Grund. Ja, es hat seinen Grund. Im linken Flügel, meiner Lieber. Mir ist ein Flügel wie der andere. Es tut mir nur leid, dass ich nicht zwei Flügel habe. Also, ich freue mich, dass Sie so ein guter Baron sind. Ja. Nur Angebot, da ist er. Was? Ja, was ist denn das? Jetzt dieser Herr geht mit uns! Das sind Sie so! Das ist jetzt so, ja, Herr! Wird! Ist der Hau einer falsch verschiert? Mit 286 und Sekunden 633! Wann dieser Herr gezählt hat, soll er zumindest seine Ursachen haben! Nein, ich glaub's! Aber das versteht er, dieser Plebejer nicht, Herr, doch! Dieser Herr ist ein. Ich kann nicht so was! Ja, er ist nämlich. Ach so! Das versteht er, dieser Diebe nicht da. Ja, aber wie soll ich's? Ja, aber meine Herren, was fällt dir denn ein? Mal halten! Ja, aber wenn ich Ihnen versichere... Nur besticken! Werft's mir diesen Lümmel hinaus! Das wäre mir nicht lieb! Diese Satisfaktion bin ich Ihnen schuldig. Aber wozu? Er wird sich gutwillig und beschämt entfernen. Nein, ohne hinaus wird man das Ganze keine Kraft! Ja, aber! Die Drohnen randalieren! Alle muss an! Alle muss an! Kommt her! Lege alles hier ab. Wo ist der Oberschlist? Verzeihung, Exzellenz, es ist der Moin gar kein Passagier da. Heute in der Früh war er da, der hat aber nicht Oberschlist geheißen. Albernheit, ich meine den Wirt. Verzeihung, ich bin gegenwärtig, noch nicht gegenwärtiger, muss aber den Augenblick. Was befehlen hochfürstliche Gnaden? Ich bin nicht hochfürstliche Gnaden. Sagen Sie mir, ist nicht hier im Orte ein gewisser Florian Fett, glaube ich, heißt der Mann? Ja, eine kleine halbe Stunde von hier ist sein Schloss. Er ist unser gnädiger Herr. Schloss? Gnädiger Herr? Man könnte rasend werden, ein ehemaliger Schinkenverkäufer, Wurstmacher. Es ist empörend. Was ist der Mann für eine Art von Person? Gar nichts Nobles, Herr fürstliche Traktate. Was eine wirkliche Standesperson ist, das kennt unsereins gleich. Haben Sie vielleicht etwas gehört von einem absurden Liebesverhältnis zwischen einem fremden jungen Herrn und einem Frauenzimmer aus der Familie des innoblen Wurstkrämers? Man spricht allgemein von einer heimlichen Entführung. Entführung? Mit Eurer Exzellenz Erlaubnis, ja. Mit meiner Erlaubnis? Wohnt der junge Mann in Fetzhausen? Jetzt glaube ich ja. Früher hat er bei uns logiert und ist noch eine Rechnung schuldig von 286 mit 36 Kreuzer. Na, Parei! Wäre das das Schlimmste? Hat sich wohl bei Fetz unter einem falschen Namen introduziert? Oh, gewiss. Unter den falschesten Namen von der ganzen Welt. Also Wahrheit. Heillose, schmachbringende, stammbaumbedrohende Wahrheit. Er wird eh gleich ich will ihn jetzt nicht sehen, den
geraten, wenn er wieder hierher kommt. Sag ihm, er soll mich hier erwarten. Ich werde, wenn ich zurückkomme, das gebührende Ungewitter über seinem Haupte losbrechen lassen. Früher aber fahre ich zu Fetz. Das Glück ist eine leichtfertige Person, die sich stark schwingt und nur von Ferne schön ist. Ging ich eben mein Vater von mir? Ihr Vater? Nicht, dass ich wüsste. Nun, was sind denn das alles für Geschichten? Die schönste Geschichte ist eine Liebesgeschichte. Die Geschichte meines Lebens, meines Glückes werden soll. Ja, ja. Die Liebe ist die Köchin, die am meisten anrichtet auf der Welt. Wobei, als sich mein Vater, ehe er sich verehelichte, in einer ähnlichen Lage befunden wie ich jetzt. Er hat seine Jugendliebe dem kindlichen Gehorsam aufgeopfert und dem bestimmten Wort die Hand gereicht. Und? Hat ihn das glücklich gemacht? Darüber sprach er nicht. Solange die gnädige Frau Marchesa, meine Mutter, noch lebte. Selbst später. Ja, ja. Man glaubt nicht, was ein jener Mensch glaubt, was er für ein Mensch ist. Woher er kommt, der wird er bei Ulrike sehen. Das Zusammentreffen mit dem Plebejerfett wird ihm wohl unangenehm berühren. Umso mehr muss der Kontrast, wenn er diesen Engel erblickt. Günstigste Wirkung. Nicht wahr? Ich frage mich ja immer nur eines. Die Phönizier haben das Geld erfunden. Aber warum so wenig? Hier nicht unter Schluss und Regel. Aber ein Versteckter und ein Gefangener geht, was die Unterhaltung anbelangt, ziemlich aufs Nämliche hinaus. Die dreiviertel Stunde kommen mir wie ein Tag vor. Schönste ist aber, ich weiß noch gar nicht, warum der Herr von Fett mich da versteckt. Wenn ich, das ist nicht wahrscheinlich, aber wenn ich mich vielleicht doch mal einen Daumen drehe und mir dabei einen Strich durch meine luzische Rechnung machen möchte. Ah, da ist eine Gitarre. Das ist gescheit. Ich bin hier im Schloss, im linken Flügel, folglich muss da drüben unten der rechte Bügel sein und da logiert meine Luzier. Die jetzt ein Zeichen geben, dass sie mich zu finden weiß. Es ist halt doch immer schön, wenn man es in der Musik auf eine Stufe gebracht hat. Da haben wir es, da steckt der Bursch. Und ich suche den ganzen Haus. Oh, das ist stark, Schatz. Jetzt habe ich auf dem Dorf vergessen, dass ich Ihr Bedienter bin. Sie kommen wie gerufen. Was, ich zu dir? Wo Sie denn auf Sand? So? Ja, ja. Ohne Dienst nur zum Schein in meinem Dienst. Heirat! Was so geschwind? Ja, aber der Brautheiratsgut-Einwilligung von Herrn Buffett. Alles in Ordnung. Mancher Mensch hat gleich ein Glück. Wollen wir gar keins mehr. Ich weiß mir das Seh nicht. Wollen vielleicht euer Gnaden morgen zu mir im Dienst gehen? Du, sei nichts gegen. Nö, ich hab mir gedacht, weil ich in Ihrem Dienst mein Glück hab gemacht. Wer weiß, vielleicht. Ich bin voll guten Mutes hergegangen in das Haus. Und nein, ich weiß nicht, ich habe alles anders gefunden, als ich es mir vorgestellt habe. Hätten Sie sich anders vorstellen sollen, nachher hätten Sie es auch so gefunden. Ja.
Dieser Fett, wie der pertinent worden ist. Natürliche Folge des Reichtums. Eine ähnliche Veränderung werden Sie heute an mir bemerken. Also morgen. Und meine Fanny. Na, die ist eigentlich eine seelengute Seele. Unverändert. Die liebe, herzliche Fanny. Ja, sehr gut. Na, dir zu zweifeln habe ich gar keinen Grund. Das ist ja sehr gut. Und man kann sagen, sie gibt mir nicht die geringste Veranlassung. Das ist ja äußerst gut. Und doch kommen mir so gewisse Skrupel. Ich kann just nicht sagen Skrupel, aber... Nein, das ist noch besser. Und sag, was hältst du eigentlich vom weiblichen Geschlecht? Ja, von einem Geschlecht, was nicht zu halten ist, ist schwer, was zu halten. Na, was hältst du eigentlich von meiner Fanny? Von der Fanny? Ja. Ja, geliebt. Heute, wie könnte ich da? Na, natürlich, es ließe sich jetzt, wie gesagt, ja, sie scheint unverändert. Aber gerade weil es so scheint, so könnte doch das Ganze nur auf dem Schein sein. Sehr scharf sie nicht mehr. Allein, warum sollte man? Ja. Wir wollen in dieser Hinsicht, jetzt übrigens keineswegs. Ja. Da bringt das Zutrauen, darf man zu keiner haben. Jetzt aber das heißt, wenn man eine Erinnerung... Ja, warum sollte man aber? Was sagst du denn dazu, wenn man ein Frauenzimmer auf die Probe stellt? Wenn man sie prüft? Du? Ich stelle die Fanny auf die Probe. Ja, aber wie? Ah, da musst du mir was ausstudieren. Das ist der letzte Dienst, den ich von dir verlange. Ja, ich hab's. Jetzt reden wir über Reden. Gehen Sie ein kleines Stündel im Garten spazieren. Vermeiden Sie es unter dieser Zeit mit ihr zusammenzukommen und kommen Sie nachher wieder daher. Ja, und was wirst du? Da kommt die Ulrike. Sagen Sie jetzt, dass Sie es hört, Herr Baron zu mir. Was, ich begreife nicht. In einer Stunde kommen Sie daher und jetzt sagen Sie au revoir, aber recht laut. Au revoir, Herr Baron. Okay? Au revoir, Herr Baron, aber recht. Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Jetzt bitte, ich hab nicht recht gehört, oder? Der arme Anton Buchner ist wahnsinnig worden. Was meint sie? Wie meint sie das? Baron hat er zu ihm gesagt. Naja, groß ist des Vorurteils bindende Kraft. Was? Der Herr wäre ein Baron? Naja, doch, aber... Das macht er einem Narren weiß. Ich hab's bereits dem Herrn von Haus entdeckt. Na, der wird's auch glaubt haben. Aber eigentlich... hat mich die Fanny hergeschickt, dass ich Ihnen im Vertrauen fragen soll, na, ob Sie vielleicht was wissen, wie sich der Herr Buchner so aufgeführt hat während der zweijährigen Trennung. Mein Freund Buchner, sagen Sie Ihren Fräulein, er habe stets den Sturm äußerer Lockung siegreich abgeschlagen und dem Andrang der Versuchung auf eine felsimmerische Weise getrotzt. Nur zweifelt Sie jetzt an meiner Baronheit. Die Noblesse muss sich nicht in Worten, sondern in Handlungen zeigen. Da werden wir gleich mit einer edlen Handlung vorfahren. Warum soll ich verschweigen? Ich bin nun einmal derangiert. Ein derangierter Baron drückt die letzten paar Zukaden noch einem Stubenmädel in die Hand. Das war der Fall mit dem letzten Stubenmaler, mit dem ich zusammengekommen bin. Malheur, sie kommt um ein Stubenmaler zu spät. Wie gesagt, eine reiche Heirat könnte mich herausreißen. Ja, eine reiche Heirat könnte. Und eine solche brillante Partie hat sich mir angetan. Es sind mir schon die wahren Partien, die sich selber antragen. Also ehrlich gesagt, der Vater hat mir es angetan mit einem Wort. Der Herr von Gött, wenn ich seine Tochter kriege. Die Fanny? Hab sie ausgeschlagen. Das ist die Geliebte meines Freundes. Sie sind also arm und... und schlagen eine reiche Braut aus, um den Freund nicht zu kränken? Weiß auch nicht so wer. Könnte Gedanken nicht ertragen, vom Geld mit der Frau zu leben. Nein. Lieber will ich arm sein, als durch eine zweideutige Handlung meinen Charakter zu verblecken. Jetzt fange ich es an zu glauben, dass Sie einer sind. Was? Na, ein Baron. Nur hinten. Sagen Sie Ihrem Fräulein, Sie sollen in einer Stunde zu mir herüberkommen, dann werde ich ihr Mittel angeben, wie Sie Ihren Vater besänftigen und für eine Buchlasche zu einer buchlichen Einwilligung bewegen kann. Ja, tun Sie das, Herr Baron. Aber jetzt muss ich noch um Verzeihung bitten, dass ich... Oh ja, nichts zu sagen. Wie man jetzt Acht geben muss mit die wirklichen und die falschen Barone. Zu viel Vertrauen ist eine Dummheit. Aber zu viel Misstrauen ist immer ein Unglück.
Schuld. Dass ich den Buchner gesagt habe, erst in einer Stunde. Jetzt muss ich dabei zum Zeitvertreib hier im Zimmer auf und ab gehen. Und das tue ich nicht gern. Denn dadurch komme ich immer in die Gedanken und durch die Gedanken vom Hundertsten ins Starsystem hinein. Die Seele hat ein breites Maul, sagt sich oft was in den Ohren, geht man so auf und ab, in Gedanken verloren. Die Welt und die Leute und die Menschen nicht hoch, die gehen zu Gedanken in Überflussstoff. Schöpfung war zu verschwenderisch mit die Hände, das ist wahr. Denn mancher braucht's nie, vor sich höchstens durchtor. Und im Hirn war's zu geizig, seit sehen, denn ich leben. Wie viel zu Ohr, viel zu wenig hat gegen. Wie viel zu Ohr, viel zu wenig hat gegen. Wie dumm wird oft geredet in der hohen Politik, gar mancher. Ein paar braune Sager findet mancher ganz schick. Da gibt's Leute, die Karriere im Kopf stehen ist. Und die Blödheit vergeht halt nicht, so viel ist gewiss. Was ist das? Was ist denn das? Was so druckfrisch, ja? Bitte, weißt du? Endlich gibt's eine Regierung, türkis und auch grün. Was kommt auf uns zu und wo führt uns das hin? Kompromisse haben's gemacht, hat man jetzt oft gelesen. Hart an der Schmerzgrenze sei man gewesen. Doch plötzlich geschieht das, was unmöglich erschien. Die Türkisen gehen zusammen mit dem koglerschen Grün. Ja, wer hätte sich das vor Ibiza gedacht? Die Blödheit vom Strache hat doch was getan. Was steht los? Jetzt kann man nur hoffen, dass die zwei sich vertrauen und nicht schon im Februar sich die Scherung entschlossen. Denn wäre das der Fall, dann würde man blöd schauen. Auf dieses Szenario wurden schon die Blauen. Dann geht alles zack, zack, da wird eisern regiert. Wir denken uns wundern, was alles möglich wird. Und kommt alles so, wie man es uns angeht, rot? Na dann gute Nacht, liebes Österreich. Du schaust beim Fenster hinaus und machst gleich ein irrsinniges Spektakel, wenn du gegen die Waschkammer siehst. Und man absteigt, dass du alles richtig wie besessen und man angeschießt, das macht sich gut, wenn ein Gast kommt. Sehr wohl. Also der Schwägerin fühle ich neidisch, wenn sie das durchsetzt hat, wenn man Pi. Mit meiner Tochter hätte auch anpassend voll der junge Schimmer gehen. Na, wer weiß. Gerade ich bin zehntelang noch auf sich, aber nicht nur das Mädel ist ja auch ein Bild. Na ja, wenn er der erste Wirbsack mit Buchen auseinanderbringt, ich werde zwischen mit dem Alten in dem, ja, so kann sich alles noch machen. Er kommt schon, er ist schon da. Sag mal, jetzt muss ich mich in Positur setzen. Er soll mich in der Lektüre überraschen. Bring mir das Türkin Grüße, das Türkis für den Märchenbier. War ich nur recht, alles richtig machen. Na ja, ich mache alles einfach so wie er. Das macht's und ist es sicher nicht gefällt. Der Herr Marquis von Vincelli. Lauter, du Esel! Der Herr Marquis von Vincelli! Plumpheit ohne Gleich. Herr Fett. Vermutlich. Herr Vincelli, vermutlich. Marchese Vincelli, so ist es. Herr von Fett, so ist es. Auf die Weise ist sicher nicht gefällt. Und jetzt soll ich ihm zeigen, dass ich ein gebildeter Herr bin. Also, weißt du, was ist? Du Deut, lass uns zueinander stehen. Siehst du, dass wir Sessel brauchen? Lass uns zueinander stehen, wie die Mauer auf, weil sie schrecklich. Welche Pöbelhaftigkeit, mir vergehen fast die Sinne. So, jetzt pack dich,
Und wurde wieder bei der Tür. Es geht dich eine Kleinkasse an, was wir zwei Todstagen haben. Das gehört nicht zur Sache. Lassen Sie uns von der Angelegenheit sprechen, die mich hierher führt. Ach so, Sie meinen von der Heirat von Ihrem Sohn? Heirat? Ich hoffe, Sie werden so vernünftig sein, einzusehen, dass eine Verbindung unmöglich ist. Aber jetzt unmöglich ist doch gar nichts. Das ist eher ein kurioser Booster von Ihnen. Aber wissen Sie, wenn die zwei Leute zueinander versessen sind, da fressen wir zwei alten Schweden uns das Leben umsonst heraus. Aus diesem Menschen wollte mein Sohn mich in Verbindung. Mein Herr, ich hoffe, Sie werden so vernünftig sein, einzusehen, dass eine Verbindung unmöglich ist. Aber wahre Fahre, Chiri Chari. Sie haben auch noch nie bis Kaiser von Marokko sein. Geister meiner Vorfahren. Chiri Chari. Sie sind ja nicht die Maxen holen. Maxen? Oh Gott, mein Max. Ja, schauen Sie, das ist der Lucia Distel, er sagt. Lucia Distel? Ja, die kümmern mit den ganzen Ballerwatsch nicht so viel. Ballerwatsch? Ich komme von Sinnen, Lucia Distel. Na ja, wenn ein Name ist, wenn man sie in einem Song heiratet, dann ist sie eher eine Bitchellin. Daraus wird nichts! Hören Sie, mein Bester? Aha. Jetzt zieht er schon andere Sachen noch. Volker, nur weiter in Therapie! Geister meiner Vorfahren, sagen Sie mir aufrichtig, suchen Sie vielleicht pekuniären Gewinn bei der Sache? Was? Ha, jetzt hätte ich mein auch gesagt, Sie darfschütteln Sie. Aber hören Sie, bin ich selber ein reicher Kampe. Aber wissen Sie was? Wenn Sie durchaus nicht anbeißen wollen, dann gebe ich Ihnen einen guten Rat. Waschen Sie einen Buben mal dicht durch den Kopf. Und dann noch besser, reden Sie mit ihr, ich schicke Ihnen das her. Ja, genau das. Tun Sie das, mein Bester. Na? Wie ein Kerl, der die Welt taugt, hä? Also, siehst du das, Alter? Reden musst du mit dem Leuten. Jetzt lass dir nicht die Zeit so lang wie ein Bruder Cinelli. Warte einen Augenblick. Ich schieb das her, du Deichsel und Cinelli, du Mutter. Das kostet mich 10 Jahre von meinem Leben. Die Gemeinheit dieses Menschen hat mir völlig die Glieder verrenkt. Ich bin dem Ersticken nahe. Ich muss Blut lassen, in Dampfbädern schwitzen, Brunnen trinken und mich durch lang anhaltende Etikette wieder purifizieren. Ich ließ mich von meinem Sohn bewegen, die Person zu sehen. Soll bezaubernd sein, die Person. Darauf baut der entartete, schnöde Hoffnung. Er täuscht sich. Konvenienz gepanzert bin ich bereit, auch in der Überirdischen den Eingang in das Haus Vincelli zu verwehren. Still, horch, ich glaube, ich vernehme die Tritte des Ideals. Wie soll
Ein spanischer Grand ist er, sagt der Schwager. Da kann man ja, wenn man mit einem Grand in Spanien redet. Das kann der noch. Guten Tag. Wer mag das sein? Also, der Schwager hat mir schon gesagt, dass sie alles herausgebracht haben. Von wegen ihrem Sohn und wegen... Ja, und dass sie heute so richtig dran wollen. Die malerose Geschichte wird sich noch im ganzen Lande verbreiten. Sie sind bekannt mit meinem Sohn. Oh, so ziemlich. Das ist aber eine deutliche Frage. Sie hat alle Mitglieder dieser Pöbelfamilie zu Vertrauten gemacht. Sie haben einen Sohn erst hier im Orte kennengelernt. Nein, euer spanische Gnaden, bereits im vorigen Sommer am Hermaser Kirche. Schrecklich! Das wird schon so gehen, ne? Ich meine, von Stein ist ja der Mensch nicht. Und er ist ja so ein strammes Bürschel, der hat am Strand tanzt es. Geister meiner Vorfahren, ein Vincelli tanzt einen Strampften. Warum sollte ein junger Mensch nicht wie der sein? Unser Heuriger macht uns. Der Heurige? Zu viel? Also das kann man jetzt nicht sagen. Ne? Sie haben schon wieder gar keinen Wurst drum Rat. Entschuldigen Sie, meine Zeit ist bemessen. Ich erwarte hier ein Frauenzimmer namens Distel. Ja, so heiße ich. Da muss es Ihre Tochter sein, die ich erwarte. Tochter? Ein junges Mädchen, Lucia Distel. Ich bin die Einzige in der Familie, die was so heißt. Da muss ein Irrtum obwalten. Das junge Mädchen, welches sich zu sprechen wünschte, ist jene, welcher mein ungehorsamer Sohn unter einem falschen Namen den Hof macht und wurde mir als ein sanftes, liebliches Wesen von ungewöhnlicher Schönheit beschrieben. Na ja! Was will der denn? Ist schon alles richtig. Ich bin das junge Frauenzimmer, mit dem ihr Sohn eine Bekanntschaft macht. Unmöglich! Was hast du unmöglich, Ernst? Das willst du nicht noch wissen! Das geht mir erst jetzt unter die Nase. Meine Tochter, haben sie gesagt, ja? Wir können sie mit der Tochter auf dich putieren, ha? Na, das ging mir noch. Himmel, sanft und lieblich. Ich wollte sie nicht verunsichern, aber beantworten Sie mir nur eine Frage. Hat mein Sohn Ihnen wirklich ernstlich die Ehe versprochen? Na, ich glaub's, Herz. Ernstlich? Malerös ernstlich. Jetzt soll ich jetzt noch mal stehen, kann ich fragen. Mein Sohn ist wahnsinnig geworden. Ah, jetzt kenne ich mich aus. Sie suchen Ausstellungen an mir, damit Sie Ihre Einwilligung nicht geben müssen. Beim Himmel, die gehe ich nie und nimmer mehr. Ich habe es bereits Herrn Fett erklärt. So. Dann werde ich Ihnen jetzt auch etwas erklären. Wir heiraten uns auch ohne Ihre Einwilligung. Ihr Sohn ist großjährig und ich habe meinen Dorfstern verloren. Herr Doktor, kann mir technisch beweisen, dass ich zu jung bin. Ihr Sohn verzichtet mit Vergnügen auf seine Erbschaft. Wir leben von meinen Interessen. Meine Tochter, sagt er. Ich sag's Ihnen im Guten. Ja, von Rayon Cherry. So, kommen Sie mir nicht mehr. Dienerin von Ihnen. Träum ich, diese Personage zu lieben? Das ist unmöglich. Und doch sein eigenes Bekenntnis, die Erklärung der Personage selbst, monströses Unglück. Ein Vincelli hat den Verstand verloren. Das ist noch keinem in unserer Familie geschehen. Alfred ist hartnäckig in seinen Entschlüssen. Da gibt es nur ein Mittel, einem Unglück vorzubeugen. Der Personage scheint es nicht um Rang und Vermögen, sondern nur um einen jungen Mann zu tun zu sein. Fett muss einen derart
gestalteten Plebejer-Burschen auftreiben, dem ich 20 bis 30.000 Gulden unter der Bedingung gebe, dass er die Personage am Fleck wegheiratet. Fett wird mir dabei behilflich sein, denn er buhlt um meine Gnade. Ach Gott, ich möchte mich lieber ein Stündchen in die Gruft meiner Ahnen setzen und vom edlen Mode umgeben, die pöbelhafte Luft zu verschmerzen, die ich hier geatmet habe. Meine Damen und Herren, ich hätte mir selber nicht denkt, Ihre Wange, kaum hab ich ihr weiß gemacht, dass ich ein Baron bin, gleich war die schwarze Farbe der Untreue in der Ordnung. Hochrot war ihr Gesicht von innerer Leidenschaft. Eine Leidenschaft hat sich kapiert, nach die ins Himmelblaue geht und die Hoffnungsgrün ist in das Geld der Eifersucht hinübergewandt. Ich glaube, diese Gegenwart ist so vielfarbig, dass sie mir vermutlich jetzt die Zukunft wahllos vorkommen wird. Nein, das kann nicht sein. Ich bin nicht eitel, aber ich bin doch, was man so sagt, ein lieber Mensch. Na ja. Und er? Mit dem konfiszierten Sicht, mit dem Storchenstern? Nein. Das ist die Gewalt der Baronie. Jetzt will ich aber Beweise haben, so. Wachsner Blinder, ist das der Dank für den gestochenen Stab? Da kommt sie den Gang herauf. Was, die Fanny? Was mir das Frauenzimmer nachsetzt? Das wär's dich ersticke! Gehst du der Welt da ins Kabinett hinein und links ihr Uhrwasser an der Schlüsselloch und jedes Wort, das hier gewechselt wird, wird Ihnen den Wechsel assekuriert, der in der Fanny ihren Herzen vorgegangen ist. Ja, ich will Ihnen aber ein, damit Sie mir nicht herausflumpfen, bis Sie wieder holt ist. Ja, mein Ehrenwort. Ja, auf einen Regel habe ich mehr vertraut. Jetzt kommt die doppelte Überdaumdrehung, die wir erst gekriegt haben. Herr Baron, Ulrike hat mir gesagt... Da drinnen lauscht der Urheber ihrer Tage. Mein Papa? Ja, er ist Kaviar, raucht um aus. Er tobt Worte aus von einer bedingten händigen Entfernung ihres Geliebten. Ja, nicht übel, eine gehorsame Tochter. Meine Bitten ist es gelungen, ihn zu besänftigen. Sie sind ein guter Baron. Ihn sogar für ihre Verbindung mit Freund Buchner geneigt zu machen. Englischer Baron. Aber nur unter der ausdrücklichen Bedingung, dass Sie in Ihrem allerkindlichsten Gehorsam sein. Das tue ich, ja. Dass Sie bereit sind, auf Ihren Geliebten zu verzichten und mir Ihre Hand einzuhändigen. Das ist aber stark. Ich will nur zum Schein, versteht sich. Ne? Er will nun einmal diese Sachsfraktion, also macht man die, nun die Frau. Gehen wir jetzt näher zu der Tür. Ich muss Ihnen jetzt die nachdenklichsten Fragen stellen. Vergessen Sie nicht, dass Sie ein Rigorosum im Gehorsam machen und dass der Doktorhut in den gewünschten Brautkranz besteht. Sie sind also bereit, mein Fräulein, sich den Befehlen Ihres würdigen Herrn Vaters sich zu fügen? Wie es einer gehorsamen Tochter geziemt. Ja, das ist recht charmant, aber bisschen laut. Ja. Sie wissen, dass man mir eine Ihrer schönen Hände angetragen? Ja. Vergessen Sie sich nicht, ja? Meine Grundsätze vertragen aber keine Hand, wenn nicht auch, wie bei modernen Brasiletten, ein Herz dran klanken. Das ist recht schön von Ihnen. Ich darf also hoffen, dass auch Ihr liebes Herz mir angehört. Sie sehen mich zärtlich an, Sie erröten, Sie drücken meine Hand an ihren Wallungsbusen, ein liebeatmender, halb unterdrückter, aber dennoch bedeutend entschlüpfter Seufzer drängt sich aus der beklommenen Brust. Sie reden aber kuriose Sachen zusammen. Ja, das muss so sein wegen einem Papa. Ah, ich weiß, geliebtes Wesen, du sprichst die Sprache des Gefühls. Du sprachst die Sprüche, die der Mund sonst spricht, mit der Augensprache und versprichst mir unaussprechliche Seligkeit. Was treibt denn der Vater? Nur ruhig, er gibt mir nur das Zeichen seiner väterlichen Zufriedenheit. Aber eine Foltertour, folterquält mich noch Herr Buchner, ein Jüngling von fürtrefflichsten Gemütsgaben und Eigenschaftsqualitäten, liebt sie ebenfalls und trägt Gattenwünsche in seinem Herzen. Drum sagen Sie mir aufrichtig, dass er mir gleichgültig ist. Was empfinden Sie für ihn? Er ist mir gleichgültig. Sie lieben ihn also nicht? Jo, ja.
Gast! Nein! Nein, habe ich sagen wollen. Ein Kind darf ja niemand unerlaubt ist des Vaters lieben. Hören Sie die Steigerung der väterlichen Zufriedenheit? Ich werde also Ihrem Herrn Papa andeuten, dass Sie ohne Widerrede auf Herrn Buchner Verzicht lässt. Ohne Widerrede? Noch heute den Ehekontrakt unterzeichnen. Wie ist der Herr Vater schafft? Mir will ich Ihnen kämmern ein Folgen. Nein, das sage ich nichts. Sie schweigen, die Augensterne senken sich und eine heulende Scham-Aurora kündet der liebe Morgenstrahl. Eine Schmachtträne entquillt den Verwirrungsblick. Ah, oh, lassen Sie mich sie wegküssen, diese der Perlen kostbarste, diesen überirdischen Zeugen eines ungeheuchelten Leidenschaftsausdrucks andrangs. Na, Herrn Sis, der Papa hört's wohl gar nicht mehr aus, bei Zücken. Jetzt muss ich was schauen, dass es gut bringt, sonst schluckt er mit drin die ganze Einrichtung zusammen. Genug Keule verraut! Ihr Geständnis hat selbst den stärksten Zweifler überzeugt. Machen Sie, dass Sie wieder auf Ihr Gemach kommen. Sie haben als gehorsame Tochter gehandelt und haben bloß eine Komödie gespielt, Ihrer bedürftigen Liebe gewidmet ist. Beobachten Sie aber das strengste Silenzio Facciosi. Ganz recht, Herr Baron. Ganz recht. Diese Tour hat mir warm gemacht. Neben da drinnen wird aber noch viel wärmer geworden sein. Sie ist fortgekommen, der Herr von Buchner, heraus! Himmel und Erd, was habe ich gehört? Habe ich den noch meinen Kopf? Kann ich noch laufen mit den Füßen? Kann ich noch knirschen mit den Zähnen? Ja, was sagt der Herr von Buchner, wie die Frauenzimmer sind? Die größte Untern ist geschehen und die Erden tragt und der Himmel schaut zu. Was hängst denn da drüben, ihr dummen Wolken, wenn ihr nicht blitzen könnt zur rechten Zeit? Was sagt der Herr Buchner zu dieser Geschichte? Da drin ist Blitz und Donner kriegt an der Wand. Gott sei Dank, sie ist schon abgeladen. Ich bin am Anfang. Geschossen wird, ich weiß nur nicht, wen ich erschießen soll. Ja, wem glaubt denn der Herr Buchner? Sie, die Treulose, mich oder dich? Na, wer wird übel? Drei Personen und nur eine Pistole. Drei Ansprüche und auf Tod und eine Kugel! Denken Sie mir das, Herr Buchner? Nein, mich selber schieße ich zu! Machen Sie keine Dummheit! Lass mich los! Ha! Oh. Himmel. Ich habe ihn erschossen. Was ist denn los? Was ist denn geschehen? Was? Ein Schuss? Mord? Mord auf meiner Villa? Das haben Sie getan, Sie Mordkerl, Sie! Wirtschaft, Familie, Hauswesen, her da! Es ist geschossen worden! Ah, mein Bräutigam! Der junge Kavalier, tot! Jede Kugel trifft nicht, aber nur ein Haar hat gefehlt. Total teure Lucia! So sind Sie nur aus lauter Schrocken umgefallen? Na, das kann man so nicht sagen, aber es ist doch immer wieder ein eigenes Gefühl für mich, wenn man so in den Nebel hineinschießt. Was geht denn hier vor? Du kommst nie in die Nähe! Arthur, bitte! Schlangen! Ungeheuerin! Heuchlerin! Es ist aus! Alles ist aus! Er geht vor! Fanny, da muss ein Missverständnis. Was ist denn? Fanny? Sie Blödsinnig. Fanny, mach Bewegungen! Was bedeutet das alles? Ich habe den Trennungsplan dieser Liebe ausgeführt. So schnell? Chevalier, meine Hochachtung. Geschwindigkeit ist keine Hexerei. Vater, ich bitte Sie, ich will nichts mehr hören. Unbegreiflich. Und Sie haben sie wirklich gesehen? Leider. Gesehen und gehört. Entarteter! Vater, ich habe... Du hast nicht
die Augen, doch nicht die Ohren deines Vaters. Dir fehlt Geschmack, dir fehlt. Entferne dich. Denn einem gerade gegen sie du wagst es noch zu verharren, Stammbaumbemakler. Denk an Herrn Nals. Denk an den Gestrampften. Jawohl, hast du auf Ehre mit Füßen gestrampft. Da herrscht Irrtum. Hast du mir doch selbst gestanden, hast du ihr die Ehe versprochen. Aber da machte keine Hoffnung. Vater, mein Leben hängt an dieser Verbindung. Mir blutet das Herz, dass ich gerade beim wichtigsten Schritt den kindlichen Gehorsam verletze. Ich kann nicht anders. Wahnsinniger. Was ist zu tun? Fett sagt, dass er einen Pobre Diable weiß, der die gebotene Summe die Person ohne weiteres heiraten wird. Hier muss mit Energie gehandelt werden. Rasch! So sehr es mich anwidert, ich muss nochmals zu dem Plebejer und das sogleich. Wie du gehörst auf den Verzerrung, wie ob ich wusste, ist der Brief an mich. Nein, im Gegenteil, er ist von Frau Lucia Distel an. An den jungen Mann, der ihn Hof macht. Aufzuwenden, Exzellenz. Sie schreibt an ihn wohl nicht unter seinem wahren Namen. Na, der Mensch gibt sich hier als ein Baron Nebelstern aus. Ich habe noch was an den angenommenen Namen gefragt. Sein eigenes. Schweigen Sie davon! Ich will nichts mehr davon hören, ja? Das kann so einem Herrn an einen Nebel gelegen sein. Dann geben Sie mir den Brief. Exzellenz, demütigst um Verzeihung flehen. Dazu habe ich kein Recht und muss der gleiche Gottes bemerken, dass selbst Exzellenz. Ich habe leider nur zu sehr das Recht dazu. Geben Sie mir den Brief. Ich bin sein Vater. Was? Exzellenz, sein Vater? Wie oft soll ich es noch wiederholen, was ich so gerne verschmerzen möchte? Der junge Mann ist mein Sohn. Wenn das so ist, dann kann ich nur sagen, Exzellenz. Der Nebel hat mir gesagt, dass er vielleicht einen sehr noblen Vater hat. Jetzt ist er zum Vorschein gekommen. Na, verlassen Sie mich jetzt. Zu Befehl. Nun möchte ich noch bitte, wenn es ohne unangenehme Aufregung geschehen könnte, zu bisserste Anregung bringen, dass mir der junge Herr 286 Gulden 36 Kreuzer schuldig ist. Setzen Sie den Betrag auf meine Rechnung. Jetzt hätte ich mal gehört, Juche gesagt, was er gegen Respekt wäre. Das ist ein Vater, der sich gewaschen hat. Hat der Nebel einen Krieg? Was für Horrors werde ich da lesen. Innig und einzig Geliebter. Du bist fort ohne I für die Gott. Und ich hab dir doch gar nicht erzählt, dass ich und dein Alter einen fernen Disput gehabt haben miteinander. Schauderhaft. Er will unsere Absichten zu Schanden machen, wir wollen ihm aber eine Nuss aufzubeißen geben. Das ist grässlich. Das Gescheiterste, wir paschen ab. Und das noch heute Nacht, sonst könnte Alte noch seine Nasen dazwischen stecken. Der Wirt hat recht gute Ross, deine sich sehr gerne führen lassende Lucia Distel. Skandal! Er ist toll! Entführung! Herr Wirt! Ihr Exzellenz! Hat mein Sohn Pferd und Wagen bei sich? Keine Ahnung von einem Morgen, keine Gedanken von einem Pferd, von der Herr Sohn. Das ist gut. Sie haben aber Pferde. Vier Stück echt slowakisches Vollblut, vielseitig gebildet, geniale Breiteln, Flug, Reitsattel, Postchaise oder Ziegelwagen, das ist Ihnen egal. Ich habe keine Pferde. Natürlich, auch dieselben sind selbst damit versorgt. Mein Sohn will aber welche bestellen. Ich befehle ihn strengstens, ihm selber zu verweigern. Ich habe wichtige Gründe, dass er nicht fort soll von hier. Mein ganzer Reitstall wird eine Unpässlichkeit fingieren. Keins kann auftreten. Das ist gut. So, jetzt, mein sauberer Herr Sohn, habe ich, um den zarten Anstrich deiner Flamme zu gebrauchen, meine Nasen dazwischen gesteckt. Wer hat sich das gedacht, dass hinter dem Nebel so was Großes steckt? Wie lecker der Wirt.
Ich esse alles, was Sie sagen können. 286 Gulden und 36 Kreuzer ist auf jeden Fall der groben Rede für einen Sinn. Ruhig mit, spricht man immer davon. Wenn ich Ihnen heute Vormittag mit zweideutigen Anspielungen... So bitte ich das zu vergessen. Müssen Sie ruhig. Ich habe auf alles, was auf meine Schulden Bezug hat, nie ein besonderes Gedächtnis gezeigt. Wem aber verdanke ich diese neue Behandlung? Dem alten Herrn. Was für einen alten Herrn? Na, Ihrem Papa. Ihrem Papa? Ja, dem reichen Marchese Vincelli. Ihr Mensch, Sie waren mir das Doppelte schuldig. Ja, den Wunsch kann ich Ihnen leicht erfüllen. Das war halt aber sehr indiskret gegen den gnädigen Herrn, der für Ihnen schon gut gestanden ist. Was liegt denn da für ein Brief? Mit dem Wohlbeten. Und nebst einem nicht erbrochen, nur das Kuvert. Das ist der Lucia, Ihre Hand. Wo ist denn das Übrige? Nur der Papa in den Sack steckt. Ja, wissen Sie nicht den Inhalt? Der muss sehr entführerisch gewesen sein, weil der seine marchesische Gnaden hat mit dem strengsten Rossverbot aufgerufen. Was sich dieser Mann um meine Angelegenheiten interessiert? Achso, der Nachbar ist verbart. Er hat über ihre Liebschaft aus der Haut fortgeholt. Diesen Desertionsplan haben schon viele gefasst und noch keiner hat ihn ausgeführt. Ist jetzt aber auch keine anständige Partie mehr für ihn, die Lucia Distel. Völlig nicht anständig. Wenn ich den nicht mehr anders sehe. Herr Wirt, Sie halten Pferde? Warum ist das zum Ausfallen oder zum Zausbleiben? Zum Zausbleiben hat schon seine Marchesigkeit vergeben. Ich verstehe Sie nicht. Ja. Sie wissen, wer ich bin? Ich hatte den Brief von einer gewissen Frauenzimmer und seinem Sohn abgefangen. Ein Brief von Ulrike an mich? Und hat bestrengstens befohlen, ihm keine Pferde zu geben. Mir werden Sie aber doch welche geben. Ihnen? Mit dem größten Vergnügen. Er kennt mich nicht. Sobald es dunkel wird, lassen Sie eine Kutsche in den Schlossgarten halten. Pünktlich und verschwiegen. Dank zur Friesen, pünktlich und verschwiegen. Der muss aber so auf dem Schloss. Jetzt aber der Herr von Fett davon nichts merkt. Oder will er nichts merken. Da kommt man nicht drauf. Das ist das Rätsel, was täglich 100.000 Mal aufgegeben und zur Sünde erraten wird. Will er nichts merken? Oder ist er wirklich so dumm, dass er nichts merkt? Wegen was? Ich habe die Ruhe Ihres Hauses durch einen Pistolenschuss gestört. Och, nichts, ist Ihnen unverhofft losgegangen. Kann man immer zur Rechenschaft ziehen. Ich bin von Ihrer Güte ganz überrascht. Wer noch überraschter sein? Was sagen Sie, Freund, zu 20.000 Gulden? Was ich zu 20.000 Gulden sage? Das ist eine kitzlige Frage. Kannst du auch kitzlicher machen, was sagen Sie zu 30.000? Ich begreife nicht. Wer zahlt das Geld? Das kostet Ihnen nur ein Sinn. Sie poppen mich. Und das kitzelt mich nicht, das krallt mich. Spaß aber. Mensch, heiraten. Sie kriegen 30.000 Heiratsgut und ein Schmerzensgeld, je nachdem, wie es als hoch ist. Was hat sie denn getan? Was soll sie getan haben? Na, dass sie 30.000 Gulden aufzahlen wollen auf das liebe, schöne Geschöpf, das muss man nie. Lieb und schön. Aufs Geld müssen Sie denken. Und das zahle ich Ihnen, denn der alte Gineri. Aber was kann denn dem Gineri dran gelegen sein, dass ich Ihre Tochter heirate? Aber wer redet von meiner Tochter, Sie Mehrbewohner von der Brandstadt? Ja, aber wen soll ich denn heiraten? Na, die Geliebte vom jungen Gineri, der alte ist dagegen, dafür gibt er das Geld, damit sie einen geschwinden Heirater findet. Die Ulrike, die soll ich heiraten? Überlegen Sie. Dann fange ich an. Dann überlegen Sie. Sie ist schön. Wunderschön, aber... Nein, Alfred. Ja, wenn auch die Lieb nicht wäre. Nein, einen solchen Verrat einer Freundschaft, das brächt dich nicht übers Herz. Überleg dir noch an. Gleich mich fertig. Eine Rache erst an der Fanny. Eine echte Rache an der falschen Seele, wenn ich sie nur... Wirklich. Ja, es ist mir aber kein Höfe überlegt. Einen Augenblick noch. Da sagen Sie mir, glaubt Sie, ich bin ein Noah. Und ich hab nichts anderes zu, dann wird mir gesagt, stuhlen. Ja oder nein? Ja. Halten Sie das Maul. Ich werde Ihr Jawort meinem Exzellenzfreund überbringen. Und bleiben Sie hübsch in der Nähe, damit man gleich bei der Hand hat, wenn man jetzt einen Heiraten braucht. Herr Buchner, ich habe Sie gesucht. Da haben wir Sie schon informiert. Um Sie um einen Freundschaftsdienst zu bitten. Das nennt Sie einen Freundschaftsdienst, dass ich Sie heiraten soll? Alfred hat mich über seinen Stand getäuscht. Ich weiß nun alles. Das Bewusstsein seiner Schuld scheint ihn von mir fernzuhalten. Sagen Sie ihm, dass ich zurücktrete.
Die haben schon ganz für mich gestimmt. Ich tue dies nicht etwa, als fühlte ich mich seiner unwert jetzt. Keineswegs. Welcher Mann steht denn so hoch, dass ihm die reine, uneigennützige Liebe eines tugendhaften Mädchens Schande brächte? Allein ich will nicht stören, zwischen ihn und seines Vaters Liebe treten. Sie sind wirklich ein edles Geschöpf. Das heißt wirklich, die Freundschaft auf eine harte Probe stellen. Wie meinen Sie das? Na, Sie wissen doch, was der alte Marquese mit dem Fett auskocht hat. Kein Wort. Es handelt sich auch nur um eine Silben, um ein... Ja. Wir sollen uns doch nicht etwa... Ja, ja. Wir sollen uns, und zwar heute noch, heiraten. Sie scherzen. Der alte Vincelli macht keinen Spaß. Er zahlt mich unbändig, wenn ich mich herbeilasse. Durchschaue ich diesen sauberen Plan, mit welcher Sicherheit doch diese Herren mit ihrem Geld über die Herzen verfügen. Ja, es graut ihnen halt auch meistens. Doch nicht immer. Ich für meinen Teil habe eingewilligt. Herr von Buchner. Aber doch nur zum Schein. Ich lasse es aufs Äußerste ankommen und es ist auch, wie schon gesagt, eine Aufgabe, ihnen zu verschmähen. Sie sind so galant, dass ich Sie mit noch einer Bitte zu belästigen wage. Alles, was Sie... Geben Sie dem alten Marchese, wenn Sie ihn alleine sprechen, dieses Bild. Es wird pünktlich besorgt. Nun will ich zum Dank für Ihre Güte zwischen Ihnen und der armen Fanny als Vermittlerin auftreten. Oh nein, da vermittelt sich nichts mehr. Wir wollen sehen. Ich schicke Sie hierher. Nein, Sie. Da gehe ich über gleich. Ich verstecke mich in ein Gebüsch, wo mich kein Mensch mehr findet. Und gehe zeitlebens nicht mehr heraus. Aus dem Gebüsch. Ich hab's mit eigenen Ohren gesehen. Nichts am Menschen täuscht mehr als die Ohren. Schauen Sie mich denn so messend an, als ob Ihnen die Meinigen zu kurz vorkämen. Auf verfängliche Fragen antworte ich nicht. Hast du mir eine Post aufzugeben an die Fanny? Ja. Ja. Sag ihr, ich bin auf ewig für sie verloren und hab mir diese düstere Partie des Gartens, weil sie mit meiner gemütlichen Stimmung harmoniert, zum einstweiligen Aufenthalt erwägt. Hier, in der Gegend dieses schauerlichen Salettes, halte ich mich auf, um sie nie mehr wiederzusehen. Sag ihr das. Ich werde sie ausrichten. Ja. Oh, ihr auf ewig verlorenen Männer. Ihr maskiert das viel zu schlecht. Wie sehr euch drum's tun ist, dass man euch wiederfindet. Lucia! Der unvorsichtige Virtuos, vielleicht kennt ihr davor dann seiner Melodie erkennen. Ach, Sie sind's? Ja, Sie wissen doch schon, wer da ist. Ja, ich habe väterliches Wispeln gehört. Da, Lucia! Ich bitte Sie! Obwohl Sie da hört, keine Musikalien. Du beim Salett und sitzt der Vater unterm Zelt. Soll ich vielleicht? Na, schaut's, dass diese Person weiterbringen. Ich kann den Herrn Marquis nicht allein lassen. Warten Sie noch auf mich. Nur, es ist schwer, man gewiss weiß. Man... Na, was sagst du? Wie gut ich schon aufgeregt bin auf deine Gitarre. Na, wenn die Diana auf dem Pfiff verzeiht diese mythologische Anspielung. Es ist. Sehr schön, wenn du die Gitarre schlagst. Sag, ist das Fantasie oder ist das eine Etüde? Das ist eine Variation. Einmal so und dann wieder so. In dieser Abwechslung mit euch. Du bist ein einziges Mannsbild. Du himmlischer Schneck. Und du überirdisches Mosel, du. Ich höre nicht auf, ihr Liebhaber sein, bis ich gewiss weiß, dass ich ihr Sohn bin. Na, meinen Brief. Hast du ihn gekriegt? Ja, nein, tut sie. Nein? Wie ist es möglich? Ja, in die Spachs, aber er ist aufgefangen worden. Wie war's schon, wer das dann? Wie das hier kommt schon mehr? Na, der barbarische Papa, der spanische Marquis. Was du weißt? Dass du mit Marquise Vincenzi mein Papa bist? Er hat's mir doch alles selber gesagt. Was, du hast geredet mit ihm? Na, freilich. Er will uns partout eine Einwilligung nicht geben. Wir müssen uns heimlich heiraten. Heimlich? Glaubst du, also? Was ist das?
Herz schwankt zwischen Liebe und Pflicht. Na, sei so gut. Ja, ich bin so gut. So gut, als nur ein folgsamer Sohn sein kann. Na, hörst das du? Ja, ich höre es, was die Vernunft spricht. Ein Sohn darf nur dann heiraten, wenn die Eltern es erlauben. Sagen die Eltern, es wird nicht heiraten, so muss das Kind ledig bleiben. Sonst ist es ein schlimmes Kind. Und ein schlimmes Kind verdient, dass man ihm neue sagen muss. Ja, es ist 10 Minuten über 3/4 auf Trennungsstunde. So geschwind verblasen ist ja der Wille einer Zärtlichkeit. Bei der Meinung ist das nicht der Fall. Ich habe ein schriftliches Eheversprechen von Ihnen in Händen. Meine Zärtlichkeit wird klar. Meine Zärtlichkeit geht durch alle Instanzen. Meine Zärtlichkeit bringt auf ein Urteil. Und das muss zu meinen Gunsten ausfallen. Von der Gerechtigkeit gibt es mehr Welt. Das soll mein Papa ausgleichen. Wir greifen da gewiss nicht in seine Vaterrechte. Was Klagen, Schulden und so Sachen anbelangt, da will ich ihm alles aufs Unmündigste überlassen. Ein Sohn braucht nicht glauben, dass, wenn er volljährig ist, dass er deswegen auf den Vater nicht mehr anzustehen braucht. Auf ein Wort, Sohn der Noblesse. Es ist zu Ihrem Besten. Wissen Sie, was es heißt? Einen Vater verlieren? Nein, es ist doch gar nicht lang, dass ich weiß, was heißt denn finden. Hat er nicht auch angespielt auf meine selige Mutter, auf die Nina? In keinerlei Gestalt. Also bleibt das Nebelschleier. Ohne Genierer, junger Aristokrat, Sie sprechen mit einem Mann, der auch weiß, was ein Frauenzimmer ist. Sagen Sie, finden Sie an meiner Schwägerin was Anziehendes? Ich glaube, dass sie außer dem Schwimmmädel gar nichts Anziehendes hat. Jetzt haben Sie ein gesundes Wort gesprochen. Ja, Herr Papa hätte nie eingewilligt. Nur gut, dass ich bei Ihnen die Liebste geschwind ging. Ja, ich bin doch gar nicht so. Okay, Sie sind ein Schwärmer, Sie haben förmlich mit der Person sterben wollen. Ja, sterben, das ist eine Kunst, das ist in einem Augenblick vorbei. Ich habe aber jahrelang mit ihr leben wollen, das ist eine Das ist wert gewesen, wenn Sie auf meine Tochter gespitzt hätten. Glauben Sie, ich bin abgestumpft gegen solche Reize. Da hätte sich auch der Herr Papa nicht so wehren können. Das Mädel ist ein Bild, folglich die göttliche Fange, wo wir von ihr reden, fühle ich glühende Liebe für Sie. Seien Sie sich schwindeln, das ist merkwürdig. Man kann nichts anderes sagen, als dass sie ein Bild ist und ich spreche da nicht mehr als Vater. Möglich. Also, Herzlich, wir sprechen da hinten weiter über diese Angelegenheit. Gerne, ich liebe bilderische Diskurse. Wissen Sie, meine Tochter ist ein Bissen für den Chinelli, aber doch nicht die Schwägerin. Euer Gnaden, ich bin der, der ums Geld heiraten soll. Ah, wie gerufen. Nun, mit Ihnen, denke ich, kann die Person doch zufrieden sein. Sie hat mich gebeten, euer Gnaden, das Medaillonkapsel zu übergeben. Die Person, mit der mein Sohn? Ja, die Person, mit der Ihr Sohn. Der Pflichtvergessene hatte gewiss sein Porträt. Ich bin froh, dass Sie es in meine Hände... Himmel, sehe ich recht? Das ist Amaliens Bild, ja. Ja, ja, so wahr. Auf welche Art? Verdammt, ich werde weich. Sagen Sie mir, ich will. Der fremde Bursche sieht zum Ende, dass ich weich werde. Ich will das Frauenzimmer namhaft honorieren für das Bild. Es mag auf was immer für eine Art und Weise in Ihre Hände gekommen sein. Und hier empfangen Sie die für die Heirat bedungene Summe. Mir ist leid, Euer Gnaden, dass dieser Ehestandspreis nicht mehr zu erringen ist. Wieso? Der Herr Sohn ist bereits heimlich mit ihr getraut. Wie? Was? Unmöglich! Vergangenen Mittwoch waren es 9 Tage. Entsetzlich! Wo ist er? Dass ich ihm meinen Fluch... Also das ist doch zu hoch! Ich rufe den Himmel zum Zeugen meiner Junggesellschaft!
Ich bin ledig. Das ist das einzig Gute an mir. Sie fahren Rumschiffe, Sie! Herr Buchner, das ist wirklich eine übertriebene Rache, dass Sie in dieser Rache? Für was? Nein, ja, weil ich Ihrer ehemaligen Fanny weiß gemacht habe, dass Ihr Vater in diesem Kabinett steckt, wo... Wo ich steckt bin? Ja, ich habe Sie zu einer Gehorsamskomödie verleiht, um zwischen Ihnen einen Vertrauen... Was hast du getan? Ja, aber deswegen darf man doch einem Menschen nicht das Vaterherz rauben. Jetzt gib konkrete Geister in die Hand! Ja, Sie oder auf einen Zuruf, fremd die Domestik dutzfest zum Sukkurs. Ein familiäres Benehmen ist der Mensch betrunken. Ja, Freunde trunken vor Kindeswonnen. Ich habe die Ehre, Ihnen meinerseits die Folgen einer Jugendfeierung Ihrerseits vorzustellen. Man schaffe mir den Burschen vom Halse. Uitschinelli. Nicht grausam sein. Er hat ja aufgrund meine Schwägerin verstoßen. Ja, was für Pöbelscherze erlaubt man sich hier mit mir? Lassen Sie mich, Ihr Herz. Fahrt von hier! Von mir für immer. Dein Anblick ist mir ein Gräuel. Ist's möglich, so den Sohn zu hassen? Weil ein Engel liebt. Engel? Es ist zum Rasend werden. Die Person, ein Engel. Da sie her, gemeine Seele, so muss ein Wesen aussehen, dass man einen Engel nennt. Solche Reize können Inkonvenienzen entschuldigen. Bei solcher Schönheit kann man verzeihend durch die Finger sehen, aber... Vater, ich nehme Sie beim Wort. Was, das ist der Sohn? Ja doch, wer sonst? Und wo ist ein Herr Oxe für ein Sohn? Ich bin ein Sohn, der notwendig einen solchen Vater braucht. Was ist das? Solche Reize entschuldigen, haben Sie selbst gesagt. Sind drücken Sie nun nicht und die erwähnte Beziehung ans Vaterherz. Diese ist sie selbst. Zug um Zug gleicht sie. Mit dem Bilde ihrer Mutter, die einst, lange bevor sie gezwungen, die Gattin meines Vaters ward, von Ihnen geliebt. Oh, schweigen Sie davon. Verdammt, ich werde weich, die Leute sehen es. Zögern Sie noch, unseren Bund zu segnen. Du seid bereits vermählt. Ja, was nützt da wohl an denn? Morgen soll unsere Hochzeit sein. Ja, wie oft wollte ich denn noch verteilen? Meinen Sie das? Ihr seid denn noch nicht? Nein, Vater. Also, noch nicht vermählt? Ja, dann sollte ich doch eigentlich... Nichts als segnend unsere Hände ineinander legen. Na ja, nicht das Unglück hätte, weich zu werden vor den Leuten. Nun, so nehmen Sie, du obstinater Junge. Vater, Sie machen mich unaussprechlich glücklich. Vielleicht wäre es auch geworden, wenn ich auch so obstinat gewesen wie du. Und hielt sie heute in ihrem Mensch, habe ich meine noble Tochter angetragen. Na Skandal, wenn diesem der Kleid vom Dismal verschlagen auf Jahrhunderte. Das stürmt mir die Brust zu, ich habe meine verschlagene Tochter. Nun, ein paar tausend Gulden will ich mich gerne zu diskretem Stillschweigen verpflichten. Fanny. Verzeih mir. Bruder? Ja. Merkst du es? Ja. Kündiger kann sich ein Vater nicht mehr ausdrücken. Ich auch auf Kampfmissbrauch. Ich schaffe uns verlegt. Aber in dieser Schuldungspapier, das sind eine hergelaufene Philosophie. Was? Physikus, wollen Sie sagen. Ja. Der Gott sei Dank mit all seinen Spekulationen offenend ist. So soll es an jeden gehen, der sich deswegen einen Physikus nennt. Nur weil er ein passables Hirn mit einem grundschlechten Herzen vereint. Werden wir es merken und du schwingst kein Pardon-Tüchel über den Delinquenten der Liebe? Aus meinen Augen, du! Ja! Ja! Entfernung! Drei Liebesgeschichten waren in diesem Haus. Zwei haben sich zu Heiratssachen gestaltet. Somit verhält sich Spülmann zu Amor wie 2 zu 3. Ein stolzes, seltenes Ergebnis in Zeiten, wo auf 500 Liebschaften kaum eine Hochzeit kommt. Eine Gratulation. Abaschenelle, jetzt muss man die Frau vorleben. Und so hat sich doch alles zum Guten